بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Geschwister, wir wollen heute mal wieder so langsam reinkommen nach dem Monat Ramadan in unsere Reihen, welche wir vorher ja behandelt hatten. Und wir hatten ja zwei Reihen gehabt. Einmal die Tafsir-Reihe, wo wir uns mit den Suren des Korans beschäftigt haben und wo wir immer einen kurzen Überblick über die Suren geben wollten, ohne dass wir wirklich tief in die Sure hineingehen. Bei den kürzeren Suren war das noch relativ einfach gewesen, dass man auch etwas intensiver auf einzelne Verse eingehen kann. Bei den längeren Suren wird es jetzt immer schwieriger. Wir werden immer mehr Richtung Tafsir al-Mawdu'i gehen. Das ist immer mehr uns mit dem thematischen Tafsir beschäftigen, um zu schauen, was sind eigentlich die Themen, welche diese Suren ansprechen, wie sind diese Suren aufgebaut. Und die andere Reihe, mit der wir uns ebenfalls wieder beschäftigen werden, insha'Allah, ist die Reihe über das Buch Mukhtasar Minhaj al-Qasidi. Und wir hatten ja, alhamdulillah, schon ein ganzes Kapitel, also ein Viertel des Buches, vollständig behandelt gehabt und werden insha'Allah in den kommenden Wochen weitermachen mit diesem Buch, sodass wir das Buch vollständig abschließen werden. Heute möchte ich mit euch über eine Sura sprechen. Und eine Sura behandeln, welche noch zu den Suren in Juz Amma gehört. Und welche noch zu den kürzeren Suren gehört, die man aber schon als Mufassal bezeichnet. Die Mufassal-Suren sind Suren, welche relativ kurze Verse haben, kurze Einheiten, und welche auch kürzer sind im Vergleich zu den anderen Suren. Und die Sura, mit der wir uns heute insha'Allah ta'ala beschäftigen wollen, ist die Sura Abasa. Sura Abasa. Sura Abasa ist die Sura Nummer 80 und besteht nach den meisten Gelehrten aus 42 Versen. Sehr kurze Verse. Also die gesamte Sura ist nicht einmal eine Seite lang oder genau eine Seite lang. Und besteht aus 42 Versen. Also eine sehr, sehr, also eine Sura, die sehr, sehr kurze Verse beinhaltet, wie wir gleich sehen werden, insha'Allah ta'ala. Es ist eine Sura, in der Allah subhanahu wa ta'ala uns sehr viele Botschaften mit auf den Weg gibt. Weil in dieser Sura nämlich unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn man es so ausdrücken kann, getadelt wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er lehrt uns Muslime durch diese Sura, wie wir unsere Schwerpunkte in der Da'wah setzen sollen. Es ist aber auch eine Sura, die eine typisch mekkanische Sura ist. Und alle Gelehrten sind sich darüber einig, dass es sich bei Sura Abasa um eine rein mekkanische Sura handelt, welche in Mekka offenbart wurde. Und dieses Ereignis, womit die Sura eingeleitet wird, ist ein Ereignis, welches es ebenfalls in Mekka abgespielt hat. Und diese Sura, sie beginnt zwar mit einem ganz konkreten Ereignis, geht dann aber wieder auf die typisch mekkanischen Themen ein, nämlich darauf, dass sie versucht, den Menschen darauf aufmerksam zu machen, warum er überhaupt auf dieser Welt ist. Und dass alles um ihn herum darauf hindeutet, dass es nach diesem Leben noch ein weiteres Leben geben wird. Und dass nach diesem Leben die Menschen entweder in das Paradies gehen werden oder zu den Elenden gehören werden, welche von Allah Ta'ala dann zur Rechenschaft gezogen werden. Und die Sura kann man im Grunde genommen in vier oder fünf Abschnitte unterteilen.
Im ersten Abschnitt spricht Allah subhanahu wa ta'ala über dieses Ereignis. Und während er über dieses Ereignis spricht, was wir jetzt gleich ausführen werden, insha'Allah ta'ala, geht er schon gleich auf zwei Gruppen von Menschen ein. Menschen, welche durch die Zeichen Allahs den richtigen Weg finden, und andere Menschen, welche die Zeichen Allahs nicht erkennen und dementsprechend vom richtigen Weg abkommen. Und dann im nächsten Abschnitt, den man wiederum in zwei Abschnitte unterteilen kann, geht Allah Ta'ala in dieser Sura auf die beiden Dinge ein, welche dem Menschen den Weg zu Allah aufzeigen. Nämlich einmal auf die Offenbarungsschriften Allahs, mit denen Allah den Menschen die Augen öffnet, falls er noch nicht sehen kann durch die Zeichen, welche er um sich herum hat. Und dann geht Allah Ta'ala ganz explizit noch einmal darauf ein, dass der Mensch im Grunde genommen durch Nachdenken und durch das Reflektieren und durch das Öffnen seiner Augen ganz alleine zu der Erkenntnis gelangen könnte, dass es einen Schöpfer in diesem Universum gibt. Und nachdem Allah Ta'ala darüber gesprochen hat, geht er im letzten Abschnitt auf die beiden Kategorien der Menschen ein. Die Menschen, welche zu den Glücklichen gehören werden, weil sie die Zeichen Allahs erkannt haben. Und die Menschen, welche zu den Unglücklichen gehören werden am jüngsten Tag, weil sie die Zeichen Allahs subhanahu wa ta'ala nicht erkannt haben. Und wir wollen uns jetzt einmal damit insha'Allah ta'ala beschäftigen und auseinandersetzen. Beginnen wir insha'Allah ta'ala jetzt mit dem ersten Abschnitt dieser Sura. Und zwar, lass uns diesen Abschnitt zunächst erst einmal anschauen. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt Folgendes. Abasa wa tawalla. Er blickte düster oder er runzelte die Stirn und kehrte sich ab. An ja'ahu al-a'ma, weil der Blinde zu ihm kam. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Was lässt dich wissen, vielleicht läutert er sich. Aw yazzakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Oder bedenkt, sodass ihm die Ermahnung nützt. Amma man istaghna, jetzt kommt die andere Seite, was aber jemanden angeht, der sich für unbedürftig hält. Fa anta lahu tasadda, so widmest du dich ihm. Wa ma alayka alla yazzakka, obgleich es sich nicht zu kümmern hat, dass er sich nicht läutern will. Wa amma man ja'aka yas'a, was aber jemanden angeht, der zu dir geeilt kommt, wa huwa yakhsha, und dabei gottesfürchtig ist, fa anta anhu talaha, von dem lässt du dich ablenken. Allah subhanahu wa ta'ala, er leitet diese Sura ein mit einem Gesichtsausdruck und einer Handlung. Einem Gesichtsausdruck, der unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beschreibt. Abas. Sehr, sehr interessant. Allah Ta'ala, er beginnt mit dem Wort, er blickte düster. Oder er runzelte die Stirn. Abas ist eine Form von, ja, Stirnrunzeln, eine Form von böse Schauen, eine Form von Ernst Schauen, dass ich vielleicht auch genervt bin in diesem Moment von einer Sache. Und die Gelehrten sind sich eigentlich darüber einig, dass derjenige, der hier beschrieben wird, auch wenn er nicht genannt wird, unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gewesen ist. Und das finde ich sehr interessant. Wenn Allah Ta'ala extra erwähnt, dass er seine Stirn runzelte und düster schaute, dann bedeutet dies, und Allah Ta'ala ihn auch dafür auch noch getadelt hat, dann bedeutet dies, dass dies die absolute Ausnahme im Leben unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gewesen sein muss. Es ist völlig untypisch gewesen für unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam,
dass er seine Stirn runzelte, dass er böse schaute. Sondern unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er schaute, dann lächelte er immer. Wenn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam schaute, dann strahlte sein Gesicht. Wenn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Menschen sprach, dann hatten sie das Gefühl, er widmet ihnen seine volle Aufmerksamkeit. Sodass jeder, der mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, das Gefühl bekam, dass es niemanden auf der Welt gibt, der wichtiger ist in diesem Moment als er selbst, mit dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht. Mit anderen Worten, Allah Ta'ala, er tadelt hier unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil er einmal in einem Moment nicht das getan hat, was er sonst immer getan hat. Es gab noch andere Situationen, wo unser Prophet sallallahu alaihi wasallam zornig wurde. Aber diese Situationen sind bekannt gewesen und es war auch immer ein Anlass gewesen. Wenn beispielsweise jemand die Grenzen Allahs überschritt, so wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam zornig, dass man seine Halsadern sehen konnte, wie sie angeschwollen sind. Es war ein konkreter Grund gewesen. Er wurde nicht zornig, weil ihm selbst etwas angetan wurde oder weil ihm ein Recht genommen wurde, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wurde zornig, weil eine Grenze von den Grenzen Allahs überschritten wurde oder weil jemand einem anderen Menschen etwas angetan hat. Ich kenne die Überlieferung, wo einige Sahabis auf einer Reise gewesen waren und einer ist krank geworden, hat sich verletzt am Kopf und er fragte, als er duschen musste, kann ich einfach über meinen Verband streichen oder muss ich unbedingt die Wunde auswaschen? Und sie sagten, du musst die Wunde auswaschen und er ist daraufhin gestorben. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon hörte, wurde er zornig. Und er sagte, قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ. Sie haben ihn getötet, möge Allah sie verfluchen. Das hat er normalerweise nie, aber warum tat er dies in diesem Moment? Weil hier ganz klar eine Grenze überschritten wurde. Durch ihre Aussage haben sie einen Menschen getötet. Und hier wurde er zornig, wenn Unrecht geschah. Oder als Usama ibn Zayd zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, um ein Wort einzulegen wie eine Frau, die gestohlen hat, damit sie nicht bestraft wird. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich dann an die Menschen wandte und eine Ansprache hielt und zornig war und sagte, diejenigen, die vor euch waren, sie haben, wenn jemand, der arm gewesen ist, der mittellos gewesen ist und gestohlen hat, ihn dafür bestraft. Wenn er aber eine hohe Stellung hatte, dann haben sie darüber hinweggesehen, Korruption. Und das ist der Grund gewesen, weshalb sie zugrunde gegangen sind als Bevölkerung. Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, hätte Fatima die Tochter Muhammads, also seine eigene Tochter, gestohlen, dann hätte ich ihr eigenhändig die Hand abgeschlagen. Also hätte ich eigenhändig dann diese Strafe umgesetzt, die Allah Ta'ala dafür festgelegt hat. Und da sehen wir, es gab bestimmte Situationen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam zornig wurde und das auch gezeigt hat. Aber es hatte immer einen Grund gehabt, aber sonst lächelte er immer. Sonst strahlte sein Gesicht immer. Sonst gab er einem immer das Gefühl, dass man der wichtigste Mensch überhaupt auf Erden ist für ihn. Und jetzt macht er es einmal nicht. Und aufgrund dieses einen Males tadet Allah Ta'ala unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er runzelte die Stirn, er schaute düster, er schaute böse und genervt und watawalla. Und er wandte sich ab. Weshalb wandte er sich ab? Er wandte sich nicht ab, weil er mit sich selbst beschäftigt gewesen war, privat zu tun hatte, selbst da war der Prophet sallallahu alaihi wasallam so schamvoll gewesen, dass er sich schämte, Gäste darauf hinzuweisen, dass es schon zu spät ist und sie langsam gehen müssen. Allah Ta'ala, er musste extra einen Vers diesbezüglich offenbaren. Einen Vers, der den Gefährten lehrte, dass sie nicht zu lange
bei ihm zu Hause bleiben sollen. Ihr wisst, der Vers in Surat al-Ahzab, dass sie irgendwann einmal gehen sollen, dass sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht zu lange in Anspruch nehmen sollen, weil er sich sonst schämen würde, ihnen zu sagen, dass sie nach Hause gehen sollen. Er hatte einfach dieses Schamgefühl gehabt. Ja, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war so schamvoll gewesen, dass Allah ta'ala extra eine Sura herabsenden musste, welche aufzeigt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er zu Hause ist, in seiner Privatsphäre nicht gestört werden soll, weil er sich so sehr schämte und jedes Mal, selbst wenn er etwas zu tun hatte mit seiner Familie, trotzdem hinauskam. Und wie heißt diese Sura, welche Allah extra nur deswegen herabgesandt hat? Welche Sura ist das? Sura 49. Was ist Sura 49? Al-Hujurat, die Gemächer. Extra, ja? Eine Sura, weil der Prophet sich so sehr schämte. Also es ging ihm nicht um etwas Privates, weshalb er sich abwandte, sondern wie es überliefert wird, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war in diesem Moment gerade in einem wichtigen Gespräch gewesen mit den Anführern seines Stammes, der Quraysh. Und er erhoffte sich durch dieses Gespräch, dass die wichtigsten Männer in seinem Stamm den Islam annehmen werden. Weil wenn sie den Islam annehmen werden, dann wird sich etwas Grundlegendes in Mekka verändern. Und sie werden viele Menschen erreichen. Und das war der Grund gewesen, weshalb der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich abwandte von einem Mann, der zu ihm kam, der blind gewesen ist. Und zwar handelte es sich um Abdullah ibn Maktum, so hieß er. Abdullah, der Sohn von Maktum, der zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und ihn eine Frage stellen wollte. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war aus seiner Sicht mit etwas Wichtigerem beschäftigt gewesen. Und dementsprechend schaute er genervt in diesem Moment, weil er nicht gestört werden wollte, weil er glaubte, dass dies eine einmalige Chance war für ihn, um endlich mal mit den Anführern der Quraysh sprechen zu können, Al-Walid ibn Mughira und anderen. Und wir dürfen nicht vergessen, er ist blind gewesen. Das heißt, er hat gar nicht gesehen, dass der Prophet aus dem Böse geschaut hat. Er hat gar nicht gesehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Moment seine Stirn runzelte. Und trotz alledem tadelt Allah ta'ala unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um ihn aufzuzeigen, dass sich dies nicht für einen Propheten geziemt. Weil ein Prophet ein absolutes Vorbild sein muss, in jeder Hinsicht. Und wie die Gelehrten so schön gesagt haben, Hasanatul Abrari Sayyiatul Muqarrabin. Die guten Taten der Frommen sind die schlechten Taten der Allah Nahestehenden. Die guten Taten der Frommen sind die schlechten Taten der Allah Nahestehenden. Es gibt Stufen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist das absolute Vorbild. Wenn ein Gelehrter einen Fehler macht, dann hat es eine ganz andere Auswirkung, als wenn ein einfacher Muslim einen Fehler macht. Wenn ein Gelehrter eine Beziehung zu einer Frau hat im Geheimen, eine öffentliche Persönlichkeit, dann ist es ein Skandal. Wenn aber ein einfacher Muslim eine Beziehung im Geheimen mit einer Frau hat, dann ist das natürlich für ihn ein Problem, aber es ist kein öffentlicher Skandal, keiner interessiert sich dafür. Das ist ein Unterschied, weil ein Gelehrter ist ein Vorbild. Wie ist es dann erst mit einem Propheten? Und demnach Allah ta'ala ertadelte unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgrund dessen, weil sich dieses Verhalten nicht für einen Propheten in solch einem Moment gehört. Aber eigentlich hat der Prophet gar keinen Fehler gemacht. Sondern das Einzige, was er falsch machte, wie die Gelehrten sagen, ist was gewesen? Das Einzige, was er falsch machte, war, dass er in diesem Moment die falsche Priorität setzte. Er hat sich für den kleineren Nutzen entschieden. Das war sein Ijtihad gewesen. Das war seine Urteilsfindung gewesen. Und Propheten können ebenfalls selbst Urteilsfindung betreiben. Sie können selbst Ijtihad betreiben, wie die Gelehrten sagen. Und immer dann, wenn ihr Ijtihad nicht richtig ist, werden sie von Allah durch die Offenbarung korrigiert.
Und hier hat uns Allah Ta'ala gezeigt, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgrund seiner Liebe zu den Menschen und weil er unbedingt wollte, dass die Menschen die Botschaft erfahren, trotz alledem die falsche Priorität setzte und sich für die kleinere der beiden Maslahas, das heißt für den kleineren der beiden Nutzen entschieden hat. Er dachte, der größere Nutzen, und so würde wahrscheinlich jeder von uns denken, der größere Nutzen liegt darin, dass ich mit einem Stammesführer jetzt rede über den Islam in der Hoffnung, dass er den Islam annimmt. Aber Allah Ta'ala, er hat dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam aufgezeigt, nein, der größere Nutzen hätte worin gelegen, dass du dich um diesen einfachen Mann kümmerst. Wisst ihr, wie viele Weisheiten in diesem Vers alleine liegen und in dieser Geschichte? Erstens, ich als Muslim, als jemand, der versucht, mit den Menschen zu sprechen, ich muss mir immer darüber im Klaren sein, dass für mich erst einmal alle Menschen gleich sind. Dass ich mich um ein kleines Kind kümmere und ihm den Koran beibringe, kann für mich vielleicht sogar etwas Wichtigeres sein, als dass ich mit einem Minister zusammensitze und mit ihm vielleicht über den Islam spreche. Und deswegen, was haben die Gelehrten gesagt über die sogenannten Rabbaniyun? Wer sind die Rabbaniyun? Wer ist ein Rabbani? Das wird ja auch im Koran erwähnt. Wer sind die Rabbaniyun? Was ist ein Rabbani? Ein Rabbani ist erst einmal ein großer Gelehrter. Gut. Und die Gelehrten haben das interpretiert, indem sie gesagt haben, das ist derjenige, der das einfache Wissen lehrt vor dem großen Wissen. Das ist nicht jemand, der sich sagt, ach, ich bin Philosoph und ich muss jetzt hier nur über große Fragen diskutieren. Nein, das ist jemand, der erst einmal mit den kleinen Dingen anfängt, der die Menschen erzieht, der kein Problem damit hat, mit den einfachen Menschen um sich herum zu sein. Und Allah Ta'ala, er zeigt unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, es gibt Menschen, bei denen man eigentlich merken müsste, dass sie Opportunisten sind. Das heißt, bei denen geht es nur um Materielles. Wenn sie Nutzen haben davon materiell, dann werden sie sich vielleicht anschließen, aber sie tun das nicht wirklich, um sich zu reinigen und zu läutern. Und mit solchen Menschen bringt es nicht, seine Zeit zu verschwenden. Kümmere dich lieber um jene, welche sich läutern wollen, jene, welche sich entwickeln wollen. Am Ende wirst du von diesen Menschen mehr haben, als von jenen, die vielleicht Macht haben, aber welche sich nicht wirklich läutern wollen. Und deswegen Allah Ta'ala, er sagt es ganz klar, أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى, was nun jemanden angeht, der sich für unbedürftig hält, in jeder Hinsicht, aufgrund seiner Stellung, aufgrund seiner Macht, aufgrund seines Vermögens, ja, ein Opportunist, dem ist es völlig egal. Der interessiert Glaube nicht. Der guckt nur, wo ist seine Maslacha, wo ist irgendwie mein Nutzen. Mit solchen Leuten sich zu beschäftigen, ist eine Form von Zeitverschwendung. Das kann man vielleicht als Politiker machen. Aber wenn es darum geht, dass ich Menschen zu Allah führen möchte, dann sollte ich mich lieber um jene kümmern, welche sich wirklich läutern wollen und welche offen sind für die Rechtleitung Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch für uns. Vielleicht im Allgemeinen, weil bei den einen handelt es sich ja um Nicht-Muslime, bei den anderen handelt es sich ja um einen Muslim. Der Blinde ist ein Muslim gewesen. Und der andere ist ein Nicht-Muslim gewesen. Und hier nochmal was ganz Wichtiges. Was wir häufig auch in der Dawa falsch machen, ist, dass wir uns viel zu wenig um unsere eigenen Geschwister kümmern, welche vom Weg abgekommen sind. Das ist gerade ganz wichtig auch für unsere Gesellschaft hier in Deutschland. Häufig kümmern wir uns in unserem religiösen Diskurs, in unseren Predigten, ja, in unseren Veranstaltungen. Häufig kümmern wir uns um Nicht-Muslime oder schon praktizierende Muslime. Aber wir vergessen all die Muslime, welche überhaupt keinen Bezug zur Moschee haben. Gar keinen Bezug. Das heißt, es kann sein, dass wir vielleicht kein Problem damit haben, dass Nicht-Muslime in die Moschee kommen und wir sagen, wir müssen Da'wa machen und so weiter und so fort. Aber wir vergessen, dass es eine große Anzahl von nicht praktizierenden Muslimen gibt, die Ahmed, Aisha, Khadija und was ich was heißen, aber die überhaupt keinen Bezug zur Moschee haben.
Und häufig haben wir kein Problem damit, dass eine nicht-muslimische Frau ohne Kopftuch in die Moschee kommt, weil wir sagen, für die Da'wah müssen wir unsere Moscheen öffnen. Aber sobald eine Schwester muslimischen Glaubens, die ihren Glauben aber nicht praktiziert, vielleicht nicht angemessen gekleidet in die Moschee kommt, dann ist der Aufschrei groß. Oder ein Bruder, der vielleicht nicht so handelt, wie es eigentlich sein sollte. Ich hatte vor ein, zwei Tagen ein schönes Video gepostet, ja, was sehr lehrreich ist. Einige haben das vielleicht gesehen, das Video. Es ist ein Animationsvideo. Und du hast es sogar kommentiert. Ja? Da geht es um einen Mann in einem islamischen Land. Der nach einer Feier mit einer Sektflasche oder Weinflasche, ja, völlig betrunken durch die Straßen läuft. Und dann sieht er eine Katze, die Hunger hat. Und dann gibt er seinen letzten Sandwich dieser Katze, damit sie das essen kann. Und auf jeden Fall am Ende kommt es dazu, dass einer gerade zum Fajr-Gebet geht. Das ist das Adhan, das ist zum Morgengebet. Und er fragt diesen betrunkenen Mann, willst du nicht mit in die Moschee kommen? Und dann kommt er in die Moschee und er stinkt natürlich nach Alkohol, hat eine Alkoholfahne. Und dann will er beten und die Leute in der Moschee, sie stürzen sich auf ihn und schlagen ihn. Ja, ja. Und sie schlagen ihn. Oh, Alhamdulillah. Es tut so gut gerade. Khalas, es ist völlig in Ordnung, perfekt. Khalas. Einfach so lassen. Und sie schlagen ihn und sagen, wie kannst du es wagen, in die Moschee zu kommen mit einer Alkoholfahne? Schämst du dich denn überhaupt nicht? Er sagt, es ist das Haus Allahs, wie könnt ihr, es ist doch nicht euer Haus. Ihr könnt mich doch nicht vertreiben aus diesem Haus. Und am Ende schafft es derjenige, der ihn eingeladen hat, in die Moschee dann einen Kompromiss zu finden, sodass er am Rand betet. Und im Gebet stirbt er dann im Sujud. Er stirbt im Sujud. Und dann sagt derjenige, der ihn eingeladen, schaut mal, was ihr gemacht habt. Ihr wolltet jemanden abhalten, davon in das Haus Allahs zu kommen, der bereuen wollte, auch wenn er betrunken gewesen war. Ach, jetzt kommt das natürlich, ja. Auch wenn er betrunken gewesen war. Und schaut mal, vielleicht hat derjenige, der betrunken gewesen war, aber jetzt bereut hat in diesem Moment eine viel höhere Stellung bei Allah, als jemand, der sein Leben lang betet, aber nicht wirklich das verinnerlicht hat. Und demnach, unsere Moscheen müssen offen sein, meine lieben Geschwister im Islam. Offen sein für diese Geschwister. Und wenn ich etwas gelernt habe von den Geschwistern der Tabligh und Da'wah, dieser Leute, die immer auf die Straße gehen und Leute einladen, ja, in Cafés, auch, dann habe ich eines gelernt, ja, dass sie es geschafft haben, genau solche Menschen zu erreichen, Muslime, die den Glauben nicht praktizieren. Ich kann mich selbst erinnern, wir haben Leute angesprochen mit Bierflaschen in der Hand. Und die sind gekommen. Die sind gekommen, die haben ihren Rausch ausgeschlafen und einige von denen haben wirklich Hidayah bekommen. Und wenn wir auch etwas lernen aus diesen Versen, dann ist es, wir müssen uns auch um unsere eigenen Schäfchen kümmern. Diese Menschen, die vielleicht nie wirklich etwas vom Islam gehört haben, obwohl sie muslimische Namen tragen, obwohl sie in muslimischen Familien aufgewachsen sind. Ich kenne immer wieder Leute, die brauchen nur ein Wort, nur manchmal ein einziges Wort. Und sie wachen dann auf und sagen, Allah, warum hat mich vorher nie jemand angesprochen? Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich in der Kaiser-Friedrich-Straße gewohnt habe in Charlottenburg, da habe ich direkt gegenüber einer Moschee gewohnt. Ich war Kaiser-Friedrich-Straße 13, diejenigen, die sich in Charlottenburg auskennen, ja, und direkt mir gegenüber ist die Osman-Pascha-Moschee gewesen, die jetzt umgezogen ist. Und auf jeden Fall, ich habe damals mit Islam gar nichts zu tun gehabt. Überhaupt nichts. Und ich habe immer dann am Abend gesehen, ich wusste nicht, was Ramadan ist und so, ich habe immer gesehen, die treffen sich da mit Essen und so weiter, wusste gar nicht, was die machen. Und nachdem ich dann den Islam kennengelernt habe, habe ich mich gefragt, ich hätte vielleicht nur wirklich ein einziges Wort gebraucht. Bei mir hätte wirklich vielleicht nur ein Wort gereicht und es hätte bei mir Klick gemacht. Warum hat mich niemand erinnert? Warum ist niemand zu mir gekommen? Ich heiße Farid, ich bin Muslim, gebürtig, aber ich weiß nichts über den Islam. Warum ist niemand zu mir gekommen, der in die Moschee geht? Und er hat gesagt, sag mal, bist du nicht Muslim? Warum kommst du nicht in die Moschee? Aber leider ist es genau umgekehrt gewesen. Gerade diejenigen, die in die Moschee gingen, waren dann auch diejenigen, die dann Leute abgezogen haben auf der Straße. Das waren die Jugendlichen gewesen. Es ist genau umgekehrt gewesen. Ich war gestern, ich will nur, damit uns das mal klar ist. Gestern war ich beim Friseur gewesen. Da ist so ein kurdischer Junge, der ist seit 4 Jahren in Deutschland. Ich habe einfach gefragt, in welcher Moschee betest du eigentlich? Einfach so, um ein bisschen ins Gespräch zu finden. Er meinte erstmal so, eigentlich gar nicht. Warum?
Du bist doch Muslim. Wie heißt du denn? Mohammed. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und subhanallah, da hat er mir erzählt, er hat früher gebetet und alles, aber ist wieder schwach geworden. Und seine Eltern kommen sogar hier in diese Moschee, subhanallah, obwohl er in Spandau arbeitet. Ja? Und dann meinte er, wallah, ich werde wieder anfangen zu beten, du hast recht. Manchmal sind es einfach nur ein, zwei Worte. Nutz diesen Moment, wo du mit jemandem sitzt und sprich mit ihm über Allah subhanahu wa ta'ala, einen Muslim. Die meisten Muslime lieben ihren Glauben, auch wenn sie ihn nicht praktizieren. Seid euch dessen sicher. Die meisten Muslime, ob Brüder oder Schwestern, dann seht ihr vielleicht eine Schwester völlig aufgetakelt, aber wenn ihr einmal mit ihr einfach nur über Allah spricht, dann sagt sie, oh, subhanahu, du hast recht. Viele von den Schwestern, die keinen Kopftuch tragen, haben Angst, in die Moschee zu kommen, oder? Denken, mein Gott, Moschee mit, ohne Kopftuch, mit enger Jeans, ich werde doch abgelehnt werden. Nehmt sie mit, sag, komm, wie du bist, in die Moschee. Das wird nicht in jeder Moschee gehen, das weiß ich. Aber in unseren Moscheen geht das, inshallah. Nehmt sie mit. Und deswegen, manchmal ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch als Muslime Prioritäten setzen in unserer Dauerarbeit. Dass wir unsere eigenen Geschwister nicht vergessen. Und gleichzeitig natürlich auch die Menschen, die Interesse haben am Islam, dann darauf aufmerksam machen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam hier mit wenigen Worten aufgezeigt, o Gesandter Allahs, du solltest in deiner Da'wah Prioritäten setzen. Und jetzt, nachdem er das getan hat, kommt der nächste Abschnitt. Und dieser Abschnitt wird eingeleitet mit einem Kella. Was bedeutet ein Kella auf Arabisch? Was heißt ein Kella? Aber es bezieht sich immer auf etwas, was vorher war, oder? Das Kella ist eine Art Nein, was sich auf etwas bezieht, was vorher war. Und genau das ist jetzt das Wichtige. Allah Ta'ala, er spricht jetzt über die Formen der Rechtleitung. Einmal die Rechtleitung durch die Offenbarung Allahs oder einmal die Rechtleitung durch die Zeichen Allahs um uns herum. Und er führt das ein mit den Worten Kella innaha tazkira. Keineswegs, gewiss, es ist eine Erinnerung. Was ist eine Erinnerung? Der Koran. Die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Erinnerung für denjenigen, der sich erinnern lassen möchte. Und deswegen sagt Allah ta'ala, فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ. Wer nun will, gedenkt seiner. Also wer nun will, der lässt sich erinnern, der lässt sich ermahnen. Und jetzt, فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. Die Eigenschaften des Korans und dieser göttlichen Botschaft. Hört euch mal diese Eigenschaften an. Man könnte jetzt über diese Eigenschaften allein einen ganzen Vortrag machen. Ich habe in den Tafsir von At-Tahir ibn Ashur so interessante Meinungen gelesen darüber. Ja, wir können aber nicht zu sehr ins Detail gehen, damit wir das noch schaffen mit der Sura. Aber ganz kurz. Allah Ta'ala, wie beschreibt er den Koran? Er sagt, fi suhufin mukarrama. Es ist Vers Nummer 13. Er steht auf in Ehren gehaltenen Blättern. Entweder sind das Blätter im übertragenen Sinne bei Allah, das heißt, dass es sich gar nicht um den Mushaf handelt, den wir in der Hand halten, sondern bei etwas bei Allah. Oder es ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam niederschreiben ließ. Und dadurch, dass es jetzt auf einem Blatt steht, hat dieses Blatt nun eine höhere Stellung. Und ist geehrt worden durch das Wort Allahs. Oder, was auch sehr interessant ist, eine sehr interessante Interpretation, dass damit gemeint ist, dass es sich auf die vorherigen Offenbarungsschriften bezieht. Das heißt, dass das, womit der Koran gekommen ist, nichts anderes ist als eine Bestätigung dessen, womit das Evangelium und die Tora und die anderen Offenbarungsschriften, welche geehrt und erhöht sind bei Allah, gekommen sind. Es gibt keinen Unterschied. Fi suhufin mukarrama, jetzt ganz wichtig, marfu'atin mutahhara, erhöhten und reingehaltenen, unabhängig davon, ob sie jetzt erhöht sind im materiellen Sinne, sie sind bei Allah subhanahu wa ta'ala in jedem Fall erhöht. Weil es das Wort Allahs ist. Marfu'a Mutahhara, es ist gereinigt. La yamassuhu illa al-mutahharun. Nur die Gereinigten dürfen es berühren. Und zwar damit sind die Worte bei Allah gemeint. Nur die Gereinigten, das heißt die Engel. Bi aidi safara. Durch die Hände von Entsandten. Was ist mit Entsandten gemeint?
Mit Entsandten sind entweder die Engel gemeint, sagen einige Gelehrte. Die Engel, welche gesandt wurden, um die Botschaft Allahs der Menschheit zu übermitteln. Es kann aber auch theoretisch gemeint sein, dass damit die Offenbarungssekretäre gemeint sind. Wer sind denn die Offenbarungssekretäre? Die sogenannten Kuttabul Wahy. Wer waren das dann gewesen? Die Kuttabul Wahy. Nehmen wir mal einen Katib Wahy. Zayd ibn Thabit, Muawi ibn Abi Sufyan, Ali ibn Abi Talib und andere. Es kann auch sein, dass sie damit gemeint sind. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Und dann, aber die meisten Gelehrten sagen, damit sind die Engel gemeint. Kiramim Barara. Edlen, frommen. Diese Engel sind fromm und sie sind edel. Oder es bezieht sich auf die Offenbarungsschreiber. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat ja in einem Hadith auch aufgezeigt, durch diese Eigenschaften, dass es sich um die Engel handelt. Welcher Hadith ist das? Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Alladhi yaqra'u al-Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiram al-barara." Derjenige, der den Koran liest und das gut tut, der ist mit wem? Der ist ma'a safara, den Gesandten unter den Engeln, al-Kiram, den Edlen, al-Barara, dem Frommen. والذي يقرا القران دائما ان ديست ويتتعتع فيه und dabei stottert und es ihm schwer fällt فله اجران, der bekommt zwei Belohnungen. Und dementsprechend sagen die meisten Gelehrten, dass es sich hierbei wahrscheinlich um die Engel handelt. Also, das erste Mittel, damit der Mensch ermahnt wird und erinnert wird, warum er überhaupt auf dieser Welt ist, ist die Offenbarung Allahs. Und jetzt zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala auf, wie der Mensch mit dieser Offenbarung Allahs umgegangen ist. Und er verflucht den Menschen, indem er nämlich sagt, und das ist der nächste Abschnitt, der eigentlich doch zu diesem Abschnitt gehört, قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ. Jetzt die Überleitung auch zu den anderen Zeichen, welche den Menschen die Augen öffnen sollen. Das Schöpfungsbuch, immer neben dem Offenbarungsbuch. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ. Tod dem Menschen, wie undankbar er ist. Woraus hat er ihn erschaffen, also Allah? Aus einem Samentropfen hat er ihn erschaffen und ihm dabei sein Maß festgesetzt. Den Weg hierauf macht er ihm leicht. Hierauf lässt er ihn sterben und bringt ihn dann ins Grab. Hierauf, wenn er will, lässt er ihn auferstehen. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeichnet durch wenige Verse den Lauf des Menschen. Er kommt auf die Welt aus etwas, im Grunde genommen, etwas haqir. Was kann man hier mal haqir übersetzen? Etwas einem Samentropfen, kommt er auf die Welt. Woraus bestehst du eigentlich, Mensch? Du bist aus einem Samentropfen erschaffen worden. Etwas, was man erst einmal vielleicht ja, abstößig findet. Und jetzt zeigt er ihm auf, wohin der Weg geht. Und zwar, und dann hat er ihm den Weg leicht gemacht. Er kam aus seinem aus dem Leib seiner Mutter dann hervor, und manche Gelehrte sagen, er hat ihm dann im Grunde genommen seinen Weg aufgezeigt, entweder den guten Weg oder den schlechten Weg. Und dann geht es direkt wieder unter die Erde. ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ. Und dann lässt er ihn sterben und lässt ihn begraben, zeigt ihm auf, wie der Mensch begraben wird. Und jetzt ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ. Und dann, wenn er möchte, lässt er ihn auferstehen. Was heißt denn dieses, wenn er möchte? Er möchte doch. Was ist damit gemeint, wenn er möchte? Damit ist der Zeitpunkt gemeint. Weil Allah möchte es. Dann, wenn er möchte, lässt er die Menschen auferstehen zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, den einzig und allein Allah Ta'ala kennt. Und nicht einmal unser Prophet sallallahu alaihi wasallam kannte. Als Jibril alaihi salam den Propheten fragte, Meta sa'a, wann ist die Stunde? Antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Der Gefragte weiß es nicht besser als der Fragende. Dieses Wissen liegt bei Allah. Es kann jeden Zeitpunkt geschehen. Genauso wie der Tod jeden Zeitpunkt eintreffen kann. Und jetzt kommt ein ganz merkwürdiger Vers.
Ein ganz merkwürdiger Vers. Man weiß nicht so recht, worauf sich dieser Vers eigentlich bezieht. Al-Tahir ibn Ashur in seinem Tafsir sagt, er beginnt mit Kella, keineswegs, muss sich ja auf irgendetwas beziehen. Aber worauf bezieht sich das eigentlich, dieses Kella? Man weiß es nicht genau. Wahrscheinlich im Allgemeinen auf den Menschen. Kella, keineswegs. Lamma yaqdi ma amara. Er hat noch nicht ausgeführt, was er ihm befohlen hat. Allah Ta'ala, er beschreibt jetzt den Zustand des Menschen im Allgemeinen. Der Mensch hat nicht verstanden, warum er eigentlich auf dieser Welt ist. Die Menschen haben den Sinn ihres Daseins verfehlt. Und selbst diejenigen, die es verstanden haben, sind dem in der Regel nicht gerecht geworden. Und dementsprechend, ich als Mensch muss mich damit beschäftigen, warum bin ich eigentlich auf dieser Welt? Woher komme ich? Was ist meine Aufgabe? Und wohin geht die Reise? Nur dann, wenn ich mich damit beschäftige, dann kann ich auch dem gerecht werden, was Allah Ta'ala, mein Schöpfer, eigentlich von mir verlangt hat. Kalla, lamma yaqdi ma amara. Keineswegs, er hat noch nicht ausgeführt, was er ihm befohlen hat. Und jetzt, nach diesem Vers, der dazwischen geschoben ist, fordert Allah Ta'ala uns auf, unsere Augen zu öffnen. Und er gibt uns nur ein Beispiel. Und anhand dieses Beispiels müsste eigentlich jeder Mensch zu der Erkenntnis kommen, dass es einen Schöpfer gibt und dass es eine Auferstehung gibt. Und zwar macht uns Allah Ta'ala aufmerksam auf unsere Nahrung, was wir zu uns nehmen. Sehr, sehr interessant. Es geht nur um unsere Nahrung. Und allein anhand der Nahrung kann ich als Mensch zu der Erkenntnis gelangen, dass es einen Schöpfer für dieses Universum geben muss. Und zwar sagt Allah Ta'ala folgendes. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ Er spricht über den Menschen im Allgemeinen. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِ So schaue der Mensch doch auf seine Nahrung. Und jetzt zeigt uns Allah Ta'ala auf, wie die Nahrung entsteht. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا Wir gießen ja Güsse vom Wasser. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرُضَ شَقَّا Hier auf Spalten wie die Erde in Spalten auf. Sehr interessant. Es ist immer dasselbe Prinzip. Wie entsteht Leben auf der Erde? Durch Wasser. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ Und wir haben aus Wasser alles Lebendige gemacht. Und dementsprechend, wenn Forscher im Weltraum nach Leben suchen, wonach suchen sie in der Regel immer? Nach Wasser. Gucken, gibt es irgendwo Wasservorräte auf dem Mars, auf irgendeinem anderen Planeten? Weil wenn es Wasser gibt, dann gibt es in der Regel auch Leben. Gibt es kein Wasser, gibt es kein Leben. So einfach ist es. Sie bestätigen eigentlich genau das, was eigentlich jedem klar ist. Und Allah Ta'ala, er zeigt uns im Grunde genommen auf, alles ist aus Wasser erschaffen worden. Nur das Interessante ist, obwohl es immer derselbe Stoff ist, gibt es so unterschiedliche Nahrungsmittel. Es ist genauso, unser Schöpfer ist einer, aber es gibt so unterschiedliche Geschöpfe. Und Allah gibt uns ein Beispiel, ein Gleichnis. Schaut euch mal an, wie viele unterschiedliche Arten von Nahrungsmitteln es gibt. Und alles geht auf was zurück? Auf dieses Wasser, was auf die Erde fällt. Allah Ta'ala, er bringt dich zum Nachdenken. Ein Wasser, ein Stoff, eine Erde, aber so viele unterschiedliche Tiere, so viele unterschiedliche Vegetation, so viele unterschiedliche Nahrungsmittel, so viele unterschiedliche Pflanzen. Und all das nur für den Menschen. Lasst uns mal anhören, was Allah Ta'ala uns sagt. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا So schaue der Mensch doch auf seine Nahrung. Wir gießen ja Güsse vom Wasser, hier auf Spalten wie die Erde in Spalten auf und lassen dann auf ihr, Nummer eins, Korn wachsen, Grundnahrungsmittel und Rebstöcke und Grünzeug. Ja, Rebstöcke, auch ein bisschen Frucht, sodass wir Früchte haben. Und jetzt bringt Allah Ta'ala noch andere Dinge und Ölbäume und Palmen und Gärten mit dicken Bäumen und Früchte und Futter als Nießbrauch für euch und für euer Vieh. Ein Hinweis von Allah. Erstens, damit wir Dankbarkeit zeigen. Zweitens, damit wir ein Gleichnis haben,
über die Schöpfung Allahs. Und dass es einen Schöpfer für dieses Universum geben muss. Und direkt danach, nachdem uns Allah auf unsere Nahrung hingewiesen hat, nur als ein Beispiel von vielen anderen Beispielen, die wir auch im Koran vorfinden, welche dem Menschen die Augen öffnen sollen, geht jetzt Allah direkt über zum letzten Abschnitt. Wer es immer noch nicht erkannt hat, der wird es spätestens wann erkennen? Wenn er unter der Erde ist und wieder auferstehen wird. Wenn er unter der Erde ist und dann wieder auferstehen wird. Was sagt Allah Ta'ala im Koran in Surat Qaf? Allah Ta'ala, er sagt, لقد كنت في غفلة من هذا. Du warst abgelenkt davon. فكشفنا عنك غطاءك. Und jetzt nehmen wir von dir den Schleier. فبصرك اليوم حديد. Dein Blick ist heute scharf. Ganz scharf. Hadid. Jetzt siehst du alles. Plötzlich kannst du alles erkennen. So als wäre ein Schleier von deinen Augen genommen. Kennt ihr die Videos? Es gibt so Videos, die sind unglaublich bewegend, diese Videos, wo Kinder oder Menschen, die noch nie Farben erkennen konnten, plötzlich eine Brille erhalten, mit der sie dann Farben erkennen können. Kennt ihr diese Videos? Wie sind die Menschen? Die fangen an zu weinen, die können es gar nicht fassen, was sie da sehen. Für sie war die Welt nur grau und weiß gewesen, schwarz und weiß gewesen. Und plötzlich sehen sie, es gibt so viele schöne Farben. Es gibt auch Videos mit kleinen Kindern, die nicht sehen konnten und plötzlich sehen können. Oder nicht hören konnten und plötzlich hören können. Das ist unglaublich. Du hast eine ganz andere Wahrnehmung. Und genau das wird geschehen. Das ist Vers Surat Qaf, Nummer, könnt ihr mal raussuchen, die Nummer bitte, such mal bitte raus. Such mal die Surennummer und die Versnummer raus, bitte. Ja, guck mal ganz genau, bitte, für die Schwester anschauen. Das heißt, plötzlich siehst du Dinge und du sagst, das war die ganze Zeit vor Augen gewesen und ich habe es nicht gesehen, ich bin blind gewesen. Jetzt plötzlich bekomme ich eine Brille aufgesetzt, wo ich alles sehe. Aber es bringt mir nichts, es ist vorbei. 22. Versnummer 22, Surat Qaf. Es ist vorbei, es war die ganze Zeit vor dir gewesen, du hast es nur nicht erblickt. Du wolltest es nicht wahrhaben. Du wolltest die Brille der Wahrheit nicht aufsetzen. Und jetzt hast du es. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ Allah Ta'ala leitet gleich über. Gleich über zur Auferstehung. Ohne jegliche Vorspann, den er erwähnt, der in anderen Stellen erwähnt wird, sondern er zeigt gleich auf, jetzt kommt die Zeit. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ Was ist denn As-Sakha? Wenn jetzt die As-Sakha kommt, was heißt denn As-Sakha? As-Sakha bedeutet مَا يَصُخُّ الْأَسْمَعُ Das ist etwas, was die Menschen taub werden lässt. Und deswegen haben die Gelehrten gesagt, es handelt sich um einen Schrei, wenn dann der betäubende Schrei kommt. Was ist mit diesem Schrei gemeint? Wann wird es denn einen richtig lauten Schrei geben? Wenn Israfil, der Engel, das zweite Mal in die Posaune stoßen wird. Und alle Menschen auferstehen werden. Alle. Nach dem ersten Posaunenstoß wird alles vernichtet, was auf dieser Erde ist, in diesem Universum. Und mit dem zweiten Posaunenstoß werden alle wieder auferstehen. Was ist, wenn dieser Schrei kommt? Die Menschen werden plötzlich auferstehen. Und Allah Ta'ala, er sagt jetzt Folgendes. Und er beschreibt nur einen ganz kleinen Teil von diesem Tag der Auferstehung. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه Am Tag, der Mensch flieht vor seinem Bruder und seiner Mutter und seinem Vater und seiner Gefährtin und seinen Söhnen.
Meine Frage an euch. Wer von diesen Menschen steht den Menschen eigentlich am nächsten, die hier erwähnt werden? Ist es der Bruder? Nein, oder? Wer steht am nächsten? Was würdet ihr sagen? Was? Nee, ganz. Mit wem verbringt ihr am meisten Zeit in eurem Leben? Ja? Freunde. Ja, wenn du noch nicht verheiratet bist, richtig. Ja. Ja, Gefährte und Kinder. Bis zu deinem Lebensende wirst du dich um deine Kinder kümmern. Du hast deine Gefährtin an deiner Seite. Interessant ist, warum erwähnt Allah das als letztes? Warum erst der Bruder, dann die Mutter und der Vater und dann die Gefährtin und die Kinder? Warum so diese Reihenfolge? Was würdet ihr sagen? Warum diese Reihenfolge? Du fliehst ja von ihnen. Du fliehst, nicht sie. Du fliehst selbst. Ja. Ja, die Eigenschaft seiner besten Freunde. Aber ich habe etwas sehr Wichtiges. Und zwar, es ist ja eine Art Steigerung. Allah Ta'ala sagt, an jedem Tag, wo der Mensch von seinem eigenen Bruder fliehen wird. Du hörst das zum ersten Mal, diesen Vers. Ich meine, wir kennen die Verse. Aber wir machen uns jetzt vielleicht zum ersten Mal darüber wirklich Gedanken. Du sagst, Allahu Akbar, mein Bruder, den ich so sehr liebe. Und dann kommt die Steigerung. Ja, und sogar vor deiner Mutter und deinem Vater. Wie? Auch von denen? Kann doch gar nicht sein. Und dann kommt die absolute Steigerung. Und sogar vor deiner Gefährtin und deinen eigenen Kindern. Ich meine, wer von uns würde sich nicht aufopfern für seine eigenen Kinder? Oder? Jeder von uns hat dieses Gefühl, ich muss meine Frau beschützen. Sogar mehr teilweise als meine eigenen Eltern. Weil sie sind schon, ist meine Frau, ich bin für sie verantwortlich. Ich habe diesen Schutzinstinkt, Beschützungsinstinkt. Und selbst vor ihnen werde ich fliehen und werde sagen, ich habe mit euch nichts zu tun, lasst mich in Ruhe. Meine eigenen Kinder, für die ich in den Tod gehen würde im diesseitigen Leben, ja, würdest du, gar keine Frage. Sicherlich, die meisten von uns würden für ihre eigenen Kinder in den Tod gehen. Aber dort gibt es keinen Tod mehr, das ist das Problem. Hier gibt es den Tod. Der Tod ist immer eine Erleichterung, ein Ausweg für Menschen, die nicht mehr weiter wissen, oder? Weil manche denken, es gibt danach nichts mehr und manche sagen, gut, was danach kommt, wird wahrscheinlich nur noch besser sein. Aber was ist, wenn du die Hölle mit deinen Augen siehst? Was ist, wenn du siehst, es gibt keinen Ausweg mehr? Und du weißt, es ist entweder ewig das Paradies oder ewig die Hölle. Dann wirst du nur noch eines sagen, Nefsi, Nefsi. Wallahi, nur noch sagen, Nefsi, Nefsi. Dir wird alles egal sein. Du wirst zu deinem Kind sagen, ich habe dich erzogen, ich habe gemacht, was ich tun konnte. Bitte lass mich in Ruhe. Zu deinen Eltern wirst du sagen, Barakallahu fikum, aber ich habe jetzt mit mir selbst zu tun. Deine Frau, ich habe dich geliebt, aber tut mir leid. Wir müssen getrennte Wege gehen. Nefsi, Nefsi. So hart sich es auch anhört, aber an diesem Tag ist jeder nur noch für sich selbst da, weil es gar nicht anders geht. Der Tod, den kann ich verkraften. Wenn ich tot bin, bin ich einfach nicht mehr da. Oder wenn ich glaube an Allah, dann bin ich dann, inshallah, im Paradies. Aber hier weiß ich, es ist vorbei, khalas. Es ist Ewigkeit. Ewigkeit. Und wenn es um die Ewigkeit geht, dann bin ich nicht bereit, mit jemandem zu tauschen. Was für eine Ermahnung. Allah, wenn man das hört, man richtig sich darüber Gedanken gemacht. Was für eine Ermahnung. Aisha radiallahu anha, sie fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er sagte, die Menschen werden auferstehen, sie werden nackt sein. Sie werden unbeschnitten sein. Und sie werden auferstehen. Aisha konnte sich das gar nicht vorstellen. Sagte, oh Gesandter Allah, wie geht das nackt? Wie soll das gehen, dass ich als Frau nackt bin, als Mann nackt bin? Ich meine, wie werden wir uns da nicht gegenseitig anschauen? Er sagte, es ist viel zu schlimm an diesem Tag, als dass jemand irgendwie einen Blick hat für das andere Geschlecht. Stellt euch mal vor, es bricht irgendwo ein Brand aus. Und dann rennst du um dein Leben. Meinst du, du hast doch noch Zeit, selbst wenn deine hübsche Frau an dir vorbeiläuft?
irgendwie dieser Frau hinterher zu schauen. Es wird dir völlig egal sein in diesem Moment. Völlig egal. Es geht nur noch um dein Leben und das Überleben. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Jeder Mann von ihnen wird an jenem Tag eine Angelegenheit haben, die ihn beschäftigt. Und jetzt kommen wieder diese beiden Menschen. Wie am Anfang des Sura. Das ist das Schöne am Koran. Ja? Du hast am Anfang eine Einleitung und dann schließt sich das wieder am Ende. Wie eine Parabel. Es gibt diese Gegenüberstellung, die Guten, die Schlechten, die sich ermahnen lassen wollen, die sich nicht ermahnen lassen wollen. Und wie schließt die Sura wieder mit der Gegenüberstellung? Die einen Gesichter werden an jenem Tag erstrahlen. Lachen und sich erfreuen. Wer sind diese Gesichter? Das sind die Gesichter der Menschen, die am Anfang der Sura bereit gewesen waren, sich ermahnen zu lassen und die sich läutern wollten. Und umgekehrt, sogar die richtige Reihenfolge. Und auf den anderen Gesichtern wird an jenem Tag Staub sein. Und sie werden von Dunkelheit bedeckt sein. Das sind die Ungläubigen und die Sittenlosen. Jene, welche geglaubt haben, sie seien unabhängig. Jene, welche gesagt haben, was soll ich mit einem Gott tun? Ich führe mein eigenes Leben, ich bin mein eigener Herr. Die einfach sich ihre eigene Moral vorgeschrieben haben, denen alles egal gewesen ist, die einfach vor sich hergelegt haben und denen auch noch Unrecht getan haben. Das sind jene, auf deren Gesichtern am jüngsten Tag Staub sein wird und deren Gesichter dunkel sein wird aufgrund ihrer Sünden, welche sie begangen haben. Möge Allah Ta'ala uns davor bewahren. Das ist Surat Abasa gewesen. Wie schön noch einmal. Ja, die Einleitung durch die Geschichte, die Gegenüberstellung zwischen Menschen, die sich ermahnen lassen wollen und nicht ermahnen lassen wollen. Dann inmitten der Sura die beiden Wege, welche zu Allah führen. Einmal das Offenbarungsbuch, einmal das Schöpfungsbuch. Und dann noch einmal die konkrete Aufforderung, wirklich seine Augen zu öffnen, also auf das Schöpfungsbuch zu schauen. Und dann am Ende der Abschluss, ja, was am jüngsten Tag geschehen wird und wieder die Gegenüberstellung zwischen Gut und Böse. Das ist Surat Abasa gewesen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Verse verinnerlichen lassen. Möge Allah uns an jedem Tag zu jenen gehören, deren Gesichter erhellt und erstrahlt sein werden und die lachen werden und die voller Freude sein werden. Und möge Allah uns davor bewahren, dass unsere Gesichter mit Staub bedeckt sein werden, dunkel sein werden und welche bestraft werden. Möge Allah uns zu jenen gehören lassen, welche sich ermahnen lassen und welche immer darauf hinarbeiten, sich innerlich zu läutern. Und möge Allah uns davor bewahren, dass wir den anderen Weg gehen, wo wir glauben, dass wir unabhängig sind, dass wir nicht auf unseren Schöpfer angewiesen sind und dass wir uns abwenden von seinem Weg. Möge Allah uns unsere Augen öffnen für seine Offenbarung und für sein Schöpfungsbuch. Und möge Allah Ta'ala unsere Herzen festigen auf seinem Weg. Amin, ya Rabbi.